Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe und heute gibt's Bohnensuppe. Und zwar mit weißen Bohnen und dafür brauchen wir natürlich auch weiße Bohnen, Zwiebeln, Schinken, Kartoffeln, bisschen Suppengrün, Salz, Pfeffer und Bohnenkraut zum Würzen. Ja, und das ist ein altes Rezept von Oma, wurde uns eingeschickt, stand dabei. Und das machen wir heute mal nach. Dazu lassen wir zuerst den Schinken ein bisschen im Topf aus. Wenn der Schinken zu mager sein sollte, ruhig auch noch ein bisschen Margarine dazu geben oder sowas. Aber hier reicht's aus. Die Zwiebeln noch dazu und alles ein bisschen anbraten, zusammen auch mit dem Suppengrün. So, dann können wir unsere eingeweichten Bohnen dazugeben. Die haben wir eine Nacht überstehen lassen, schon mal eingeweicht im Wasser. Aber das steht auch immer auf der Verpackung drauf, wie man das macht. Ja, und am besten, wie gesagt, eine Nacht stehen lassen, damit sie schön einweichen können. Wenn das alles schön weich gekocht ist, dann kommen ganz zum Schluss die Kartoffeln dazu und auch die Gewürze, das heißt Salz, Pfeffer und unser Bohnenkraut. Alles schön verrühren und nochmal köcheln lassen, bis die Kartoffeln auch weich sind. Und so sieht es dann am Ende aus. Geht ganz schnell, ist auch einfach und schmeckt richtig gut. Ja, das war es schon wieder von uns für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es uns doch mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, lasst es halt bleiben. Ansonsten haben wir rechts hier auch nochmal zwei Vorschläge für euch, wie immer, die ihr nachkochen könnt. Schaut auch auf unserem Blog vorbei, dort findet ihr alle Rezeptangaben zu diesem und allen anderen Rezepten auf www.erichserbe.de. Ansonsten eignet ihr die DDR-Rezepte an die angegebene E-Mail-Adresse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.